Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 58. Und ja, diesen Part nehme ich jetzt zum zweiten Mal auf. Und deswegen wundert euch nicht, dass ich schon gespeichert habe. Weil ich Stromausfall hatte. Blöder Stromausfall. Das kann sowas von nerven. Deswegen, und wir leveln hier ein bisschen. Rum? Und naja. Ich zeige das Level, weil so sieht man, was es anstrengend ist, hier zu leveln. Der lebt hier noch. Der lebt noch. Aber du haust den mal da weg. Der sofort tot ist. Ha! Angriff auf ihn. Obwohl du gar nicht triffst. Und naja. Tedus hat fast seine Exade voll. Juna, dein Einsatz, du machst Medica. Auf. Kimari. Riku. Hau auf ihn drauf, vielleicht triffst du. Nö. Na toll, Blitz auf Riku. Passt ja genau. Special. Nee. Was wäre gut gegen ihn? Ich greife mal einfach mal an. Au. Exase, Schwerttechnik, Gemetzel! Ja! Yeah. Und weg ist der eine. Lulu! Du bist gefragt. Schwarzmagie, Wasser auf ihn. Und weg ist er. Sphärobrett. Tidus, du kannst weiter und kriegst jetzt auch wieder mal deinen Reizen. Ability Kimari Vita. Gut. Übrigens. Jetzt mach ich's endlich mal. Wacker. Wählen. Du hast Käse, du hast Zorn, du hast Kampfgeist. In dem Kampfgeist. Wer hat eigentlich noch was verändert? Nur die drei haben's. Und ich hätte da irgendwas. Ah! Genau das hatte ich gesehen. Oh! Meine Lieblingskombo, die am meisten AP bringt. Tech, Kraftbrecher. Hau ihn mal. Vielleicht ist er dann tot. Nö. Er blockt's ab einfach. Autsch. Verwirren ist nicht geil.
Item. Was ist denn nochmal gegen gut? Ach, nö. Ich habe nur ein Heilmittel dagegen. Daneben. Aber jetzt greifst du nochmal an. Und Auron hat seine Ekstase voll. Wacker. Du machst mal den... Ja, einen Sturmschock. Und Yuna. Ich mache jetzt gleich mal Aurons Ekstase. Au. Hehe. Auron. Ekstase, sei es mal, auf alle! Ja, geschafft! Auf ihm ist das natürlich nicht so stark. Block dich ab, du Sau! Targonik! Ohohoho! Bei dem ist das richtig, ja, richtig geeignet. Tedos. Und weg mit dir. Du sollst sterben. Du sollst sowas von sterben. Tech. Flintschock. Etwas, das man... Lulu. Schwarzmagie. Wasser. Angriff. Und natürlich haust du ihn um. Natürlich haust du Kimari um. Warum tötet er eigentlich immer nur Kimari? Selbst ist ja aufgefallen, er tötet nur Kimari. Und du bist weg. Wie man so einen Gigant einfach umhaut. Das ist mein Lieblings-Level-Gegner, sozusagen. Zurzeit. Zeit-Zweroid. Du kannst ein bisschen mehr treffen, Kimari. Bewegen. Du kriegst ein bisschen mehr Zauberabwehr. Auron kann sich bewegen und bekommt Zeithieb. Du kannst dich nicht bewegen, aber du bewegen. Du kriegst Leben! Was du ja gebrauchen kannst. Bewegen. Und du kriegst... Ah, Magie. Du kannst jetzt besser heilen. Du kannst dich nicht bewegen. Also, alle bewegt. Ability. Kimari. Vita. Auf dich selbst. Auf Lulu. Auf Auron. Sogar zweimal. Auf Baka. Auf Riku. Und auf Tidus. Was jetzt? Ach ja, hier kommt ja noch eine. Ach, will sie jetzt auspacken? I have something to tell you. Here? We're almost out of here. Let's go. I have to say it now. Over there,
Ja, besser da, sonst wird man geblitzt, Dings. Somehow, my bad feelings always come true. I've decided to marry. I thought so. But why? Why'd you change your mind? For Spira's future. And Yevon's unity. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it? Is it because of Lord Jiskal? Hey, that's fear! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... Deine Heimlichtuereien. You're kidding, huh? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Orin. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. Ja, das hat sie. But that's... Yuna, just one question. Noch mehr Fragen? Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Yuni! Warum nennt sie ihn so? Als ob der Tor die Welt runterwerfen würde. Some way. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face Sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Next, we're going to Makalania Temple. Yeah. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood? No. Und ich würde sagen, hier beende ich den Part und das war Let's Play Final Fantasy X Part 58 und bis zum nächsten Part.